Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Selbstwertgefühl. Und man kann sich die Frage stellen, was hat das Thema Selbstwertgefühl etwas mit dem Verhandeln zu tun? Der Zusammenhang ist so, dass wir Menschen immer das bekommen, was wir glauben, verdient zu haben. Und wenn ich zum Beispiel verhandle, und ein Ergebnis erzielen will, ob nun geschäftlich oder privat, dann stellt sich nun die Frage, ob ich glaube, dass mir dieses Ergebnis zusteht. Und dieser Aspekt hängt davon ab, welchen Selbstwert, welche Wertigkeit ich mir als Person zukommen lasse. Ich gebe Ihnen ein Beispiel hierzu. Nehmen wir an, da ist eine Person, Person A, nennen wir die Person A, sie hat ihren Job verloren und sucht eine neue Position. Sie hat mehrere Bewerbungsgespräche zu führen und gleich bei dem ersten Gespräch vermasselt sie das Ganze. Jetzt ist sie auf dem Weg zurück nach Hause, sie ist wütend und sie ist enttäuscht. Und wütend ist sie auf dem Interviewer, der Interviewpartner hat ihr möglicherweise schwierige Fragen gestellt. Wütend ist sie auch auf sich selbst, weil sie die Fragen nicht beantworten konnte oder nicht passend beantworten konnte. Sie ist wütend, sie denkt zugleich, ja, ich vermassle es immer, wenn ich mit anderen Menschen was zu tun habe oder wenn ich in Testsituationen bin. Dann geht ihr noch ein Gedanke durch den Kopf. Ja, das Leben ist mir offenbar nicht gut gesinnt und ich werde ohnehin nicht gemocht. Diese Gedanken haben nicht eins zu eins etwas mit der Lebenssituation dieser Person zu tun. Aber es kommt durchaus vor, dass wir bei unserem inneren Dialog manchmal übertreiben. Wenn wir sagen beispielsweise immer, ich scheitere immer oder das Leben insgesamt ist mir nicht gut gesinnt. Das kann passieren, wenn wir uns in Stresssituationen befinden, enorm enttäuscht sind von einem Geschehnis. Und das ist jetzt bei dieser Person der Fall. Folglich entstehen gewisse Gefühle in dieser Person, nämlich Selbstmitleid. Das Gefühl von Selbstmitleid, Traurigkeit und beinahe eine Tendenz zu Kapitulation. Jetzt nehmen wir dasselbe Szenario und eine Person B. Person B verliert auch ihren Job, muss auch einen neuen Job suchen, hat ebenso ein Bewerbungsgespräch und sie vermasselt auch das Gespräch. Jetzt fährt sie wütend und enttäuscht nach Hause. Diese Person allerdings, Entschuldigung, Person B, sie denkt anders. Sie denkt, ja, eigentlich komme ich ja mit den Menschen gut zurecht, aber irgendwas ist hier schiefgelaufen. Und sie hat eine klare Vorstellung davon, wo sie beruflich in 5 oder 6 Jahren sein möchte. Schon der Gedanke an diese Vorstellung oder Traum, kann man auch sagen, gibt ihr ein gutes Gefühl. Und an diesem Gefühl will sie nicht loslassen. Also ihr innerer Modus ist das gute Gefühl in dem Moment. Sie denkt dann über dieses Gespräch nach, über das Interview und fragt sich, ja, woran lag es denn? Und stellt fest, dass sie während des Gespräches Angst hatte. Darüber hinaus stellt sie fest, dass diese Angst eigentlich auch jetzt in ihr präsent ist. Also beschließt sie, einige Bücher zum Beispiel zum Thema Angstbewältigung zu kaufen und vielleicht noch mit einem Freund dieses Interviewgespräch einige Male zu üben. Das Gefühl, das folglich in ihr entsteht, ist ein Gefühl von Neustart, Euphorie und sie ist hoffnungsfroh. Wo ist jetzt das Selbstwertgefühl in diesen zwei Beispielen? Das Selbstwertgefühl ist das Gefühl, das wir zu uns selbst haben. Das heißt, nehmen wir Person A. Diese Person hatte ein Gespräch. Das Gespräch lief schlecht, sie war wütend und enttäuscht. Zu diesem Umstand hat jetzt Person A ein Gefühl und dieses Gefühl, das entstanden ist, war eben Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit,
beinahe Kapitulation. Und bei Person B war das hoffnungsfroh, Euphorie, Gefühl der Fähigkeit, alles neu zu starten. Und das ist deren Selbstwertgefühl. Also nochmals, das Gefühl, das sie zu sich selbst haben. Somit ist das Selbstwertgefühl eine Art Metagefühl, das Gefühl hinter dem Gefühl. Wodurch aber ist jeweils in diesen Personen das Selbstwertgefühl entstanden? Natürlich durch deren Glaubenssätze. Wenn beispielsweise Person A denkt, ich vermassle das immer, das Leben ist zu mir nicht gut gesinnt, ist mir gegenüber nicht gut gesinnt, dann ist es nicht so, dass diese Person, dann ist es nicht so, dass die Situation diese Sätze bei dem inneren Dialog in dieser Person erzeugt, sondern die Situation entlarvt, was in dieser Person bereits existiert. Darum geht es. Das heißt, diese Glaubenssätze existieren schon länger in dieser Person. Nur die Situation hat dazu geführt, dass sie sich offenbarten. Und die anderen Glaubenssätze von Person B existierten auch schon länger in ihr. Denn diese Glaubenssätze müssen ja oft wiederholt werden. Wir müssen sie oft bei unserem inneren Dialog wiederholen, bis sie von unserem Unterbewusstsein übernommen werden und als solche, nämlich Glaubenssätze, verankert werden. Nun kann man nochmals berechtigterweise fragen, was hat ein solcher Glaubenssatz wie das Leben ist mir gegenüber nicht gut gesinnt oder ich werde sowieso von niemandem gemocht? Was haben solche Glaubenssätze etwas mit Wertigkeit zu tun? Nun, die haben ja festgehalten, dass das Selbstwertgefühl eine Art das Gefühl hinter dem Gefühl ist. Und so ist es auch so, es ist auch so, wenn wir mit uns selbst sprechen, bei unserem inneren Dialog, geht es weniger darum, was wir offen sagen. Das heißt, es geht nicht um den offen ausgesprochenen Satz, sondern vielmehr geht es um den Satz hinter dem Satz. Das bedeutet, wenn eine Aussage bei unserem inneren Dialog im Raum ist, dann ist die Kernfrage, welche Botschaften sind in dieser Aussage drin. Und eine solche Aussage wie das Leben ist mir gegenüber nicht gut gesinnt, hat dann klare Botschaften. Und eine Kernbotschaft ist, du hast es eben nicht verdient, ein besseres Leben zu haben. Du hast es nicht verdient, gute Ergebnisse zu erzielen. Und der aktuelle Stand, welcher solche Gefühle in dir erzeugt, aber im Grunde ist es nicht der Stand, nicht die Situation, sondern die Glaubenssätze, das wird auch so bleiben. Du wirst auch weitere Folgeverhandlungen haben, die nicht gut verlaufen. Sie sehen, wir sprechen hier über sehr tückische, subtile Mechanismen der Gesprächsführung mit sich selbst und Gefühle, die daraus resultieren. Und das Tückische ist eben, hier gibt es einen doppelten Boden. Wenn ich zum Beispiel zu mir sage, das Leben ist mir gegenüber nicht gut gesinnt, dann geht es bei diesem inneren Dialog weniger um die Aussage an sich als die Botschaften in dieser Aussage. Die sind sozusagen getarnt, die sind nicht leicht zu durchschauen. Was aber leicht zu erspüren ist, ist das Gefühl, das folglich daraus resultiert. Und das ist kein gutes Gefühl. Und das ist eben das Selbstwertgefühl, das gut oder schlecht ist, das aus einer hohen Wertigkeit entstammt oder einer niedrigen Wertigkeit. Denn wenn ich mir zugestehe, im Leben gute Ergebnisse erfahren zu dürfen, habe ich mir ja folglich eine hohe Wertigkeit zugewiesen. Und wenn das nicht der Fall ist, habe ich mir eine niedrige Wertigkeit zugewiesen. Aus dieser Positionierung entsteht ein Gefühl. Das bedeutet, wenn eine Person ein niedriges Selbstwertgefühl hat, dann wird sie sich unbewusst sabotieren. Unbewusst, eben ohne es zu merken, während sie verhandelt. Da können Strategien und Taktiken bedingt helfen. Zugleich möchte ich differenzieren, um diesen Punkt klarzustellen, zwischen Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.
Selbstvertrauen ist das Vertrauen, das ich in mir habe, eine Situation zu meistern, ein Ergebnis zu erreichen. Ich traue es mir zu. Selbstbewusstsein ist meine Bewusstheit über meine inneren Abläufe, meine Motive und auch meine Gemütslage zu jedem Zeitpunkt. Und Selbstwertgefühl ist das Gefühl, das entsteht durch die Wertigkeit, welche ich mir zukommen lasse. Und Sie sehen, diese Wertigkeit ist sehr subtil, ist schwer übersetzbar. Sie sehen zugleich, dass diese drei Themen einander überlappen. Wenn ich ein hohes Selbstwertgefühl habe und folglich unbewusst der Meinung bin, dass mir ein Ergebnis zusteht, dadurch kann auch durchaus mein Selbstvertrauen beeinflusst und tangiert werden und steigen. Bei diesen drei Säulen allerdings für dich ist die wichtigste Säule für uns beim Verhandeln das Thema Selbstwertgefühl. Denn selbst wenn ich mir etwas zutraue, wenn ich mir das Ergebnis nicht zugestehe, wenn ich unbewusst nicht daran glaube, das verdient zu haben, dann werde ich trotz des vorhandenen Vertrauens mich selbst sabotieren. Aus dem Grund ist Selbstwertgefühl die wichtigste Säule. Zugleich allerdings, in einer Momentaufnahme unserer Persönlichkeit ist Selbstwertgefühl die wichtigste Säule. Will ich aber mein Selbstwertgefühl steigern, wird Selbstbewusstsein zu der wichtigsten Säule. Denn ich muss eine Bewusstheit haben, zu jedem Zeitpunkt über meine Gefühlslage, vor allem das Gefühl hinter dem Gefühl, welche es mir erlaubt, einen Zugang zu finden zu den Glaubenssätzen, die dahinter stecken. Und genau auf dieser Ebene brauche ich eine Bewusstheit, also Selbstbewusstsein dann oder Selbstbewusstheit, feinsemantisch so oder so formulieren. Im Grunde ist es ein Selbstbewusstsein. Und mein Selbstbewusstsein erlaubt es mir, auf diese Prozesse zu achten und diese bewusst zu ändern. Und somit den mir zugewiesenen Wert steigern, ein besseres Gefühl, ein besseres Selbstwertgefühl dann aufzubauen. Wenn man grundsätzlich einen einzigen Satz aufbauen wollte, welcher in allen Lebenslagen gilt und uns eine gute Wertigkeit zukommen lässt und folglich ein gutes Selbstwertgefühl erzeugt, dann könnte man sagen, das wäre die Aussage, gut, dass ich da bin. Diese Aussage, gut, dass ich da bin, ist ja so etwas wie, du bist hier willkommen, hat ja klare Botschaften. Gut, dass ich da bin, also gut, dass ich im Leben bin. Gut, dass es mich gibt. Das alles, diese Punkte sind alle als Botschaft da drin. Und wer die eigene Existenz, das eigene Dasein für gut hält, erwartet auch Gutes von der Umgebung. Und in unserem mehrstufigen, sehr komplexen Bewusstsein wird diese Aussage, diese eine Haltung erzeugen und Gefühle und weitere Glaubenssätze, welche den Glaubenssätzen von Person B in unserem Beispiel ähneln und darüber hinaus. Das nimmt dann sehr komplexe Formen an, weil unser Bewusstsein so arbeitet, dass es immer mehrstufig in weiteren Richtungen sich ausdehnt. Aber gelingt es mir, eine solche Aussage als Glaubenssatz in mir zu verankern, dann würde ich sagen, es ist eine sehr, trotz ihrer Einfachheit, es ist eine sehr weitgriffige Aussage, die doch, soweit ich das beurteilen kann, all die unterschiedlichsten Lebensbereiche abdeckt. Gut, dass ich da bin. Wer die eigene Existenz, den eigenen Dasein für gut hält, diese Person agiert immer auch authentisch. Denn sie geht davon aus, dass ihr Dasein, ihr Bedürfnisse und Wünsche in Ordnung sind, okay sind, gut sind. Also kann sie sich der Welt, den anderen gegenüber offenbaren und ohne eine Maske zu tragen, immer wirklich zeigen, wer sie ist. Und somit agiert diese Person stets authentisch. Zugleich dadurch, dass diese Person ihren wahren Bedürfnissen und Wünschen gemäß agiert,
ist das eine erfüllte Person. Aber aus der Verhandlungssicht sind das natürlich positive Nebeneffekte. Aus der Verhandlungssicht geht es darum, dass wir uns auf dem Weg zur Zielerreichung nicht sabotieren und dass wir beim Verhandeln all das bekommen, was wir auf der bewussten Ebene wollen. Und da muss unser Unterbewusstsein mitspielen. Ich hoffe, dass in diesem Zusammenhang die erwähnten Dynamiken, Beispiele und Tipps für Sie hilfreich sind, damit Sie all das bekommen, was Sie möchten. Viel Erfolg dabei!